Hallo zusammen, du möchtest ein neues Spielzeug für deinen Vierbeiner basteln? Hier erfährst du wie. Hierfür benötigst du 3 alte T-Shirts, einen Tennisball, eine Schere, eine Zange, ein Cuttermesser und Klebeband. Fange an, indem du 6 Streifen aus den T-Shirts schneidest. Damit dir das Flechten leichter fällt, befestige am besten die Streifen mit einem Klebeband am Tisch. Und schon geht es los mit dem Flechten. Schneide nach der Hälfte ein Loch in den Ball, damit das Seil hindurchpasst, und verwende die Zange als Hilfe. Jetzt noch die restlichen Streifen flechten und schon ist das Spielzeug fertig.